Hallo Leute, ich mache heute diesen Look für euch und der ist total einfach und total schön und total günstig, weil ihr bekommt alle Produkte in der Drogerie. Also ab zum DM und diesen wunderschönen Look nachschminken und viel Spaß beim Video. Ich fange an mit dem Catrice All Matte Plus Shine Control Make-up in der Farbe 10 Light Beige. Und ja, es hat einen Pumpspender. Und davon nehme ich mir 2 Pumper auf meine Hand und verteile es im Gesicht. Dann benutze ich den Catrice Retouch Light Reflecting Concealer in der Farbe, ich glaube, es ist auch die hellste Farbe. Wo steht denn das? Ah, hier. 5 Light Nude. Jetzt sette ich das Ganze mit einem Puder von P2, und zwar ist das das Nearly Nude Puder in der Farbe 010 Nude Feather und nehme dafür so einen angeschrägten Rougepinsel von Essence. Dann konturiere ich jetzt ein bisschen. Ich nehme dafür ein Bronzing Puder von Essence. Das war allerdings mal in einer LE. Und es schimmert auch ein bisschen. Also ich benutze es eigentlich nicht so gerne. Aber wenn man es richtig aufträgt und nicht zu viel, dann geht es. Und einen ganz normalen Pinsel. Ihr könnt einen auch von Ebelin nehmen. Der ist jetzt von Real Techniques. Ich habe leider nicht so viele richtig günstige Pinsel. Aber kauft euch einfach einen von Ebelin oder Essence. Der wäre jetzt auch gegangen, der Rougepinsel von Essence. Dann benutze ich jetzt ein Blush von Essence. Und zwar ist das dieses Silky Touch Blush in der Farbe 60 Life is a Cherry. Und trage das mit einem ganz normalen Rougepinsel auf meinen Cheekbones auf. Und es ist sehr stark pigmentiert, also nicht zu viel auftragen. Ups, das war zu viel. Muss ich ein bisschen verblenden. Ist aber kein Thema. Oh Mann, das ist echt viel zu viel. Kommt vor. Ich nehme dafür einfach ein bisschen Puder auf meinen Puderpinsel. Und verblende das so ein bisschen. Das wird eh wieder weniger den Tag über, also das jetzt nicht so tragisch. Und jetzt benutze ich noch einen Highlighter aus der P2 Keep the Secret LE. Das ist so eine glänzende Verpackung. Und der schimmert ein ganz kleines bisschen. Und dafür nehme ich einfach wieder meinen Puderpinsel, den jetzt ein bisschen abgestriffen. Und wirklich nur ein bisschen auftragen. Jetzt fehlen natürlich noch die Augenbrauen und die Augen und die Lippen. Und ich beginne am besten mit den Augenbrauen. Ich benutze dafür 2 Produkte, und zwar einmal den Essence Eyebrow Designer in der Farbe 05 Soft Blond. Ja, ich bin nicht blond, aber ich finde die Farbe an mir trotzdem am besten. Und das P2 Eyebrow Styling Gel in der Farbe 010 Light. Ich fülle erstmal mit dem Stift so ein bisschen meine Lücken auf. Und dann nehme ich das Gel und gehe einfach über meine Augenbrauen. Das füllt auch noch mal so ein bisschen auf. Und es guckt direkt, dass die Augenbrauen, Härchen in die richtige Richtung gehen. Und dort auch bleiben. Also das Augenbrauengel mag ich sehr gerne. Dann tusche ich jetzt noch meine Wimpern. Ich benutze immer eine Wimpernzange. Die hier ist von Ebelin und ich bin mit der eigentlich super zufrieden. Und dann tusche ich meine Wimpern mit der Catrice Glamour Doll Volume Mascara Waterproof. Also das ist die wasserfeste Variante. Jetzt fehlt natürlich nur noch eines, und zwar die Lippen. Und weil ich die Augen jetzt so dezent gemacht habe, benutze ich einen Lippenstift. Und zwar ist der von Essence.
in der Farbe 05 Cool Nude und ich liebe diesen Lippenstift. Der ist einfach so ein schönes, ich weiß nicht, ich mag die Farbe voll gerne. Wenn ihr das Problem habt, dass euer Lippenstift nicht so gut hält, dann schaut doch mal in meinem Video vorbei, wo ich alles über Lippenstift erzähle, wie er länger hält und so weiter. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Ich habe das jetzt nicht so gemacht, ich habe den natürlich jetzt nur aufgetragen. Aber wenn ihr wirklich wissen wollt, wie Lippenstift lang hält und nicht verschmiert und da nichts passiert, dann schaut auf jeden Fall mal bei diesem Video vorbei. Mein Look ist jetzt fertig und das ist ein Look, den ich ja auch sehr gerne im Alltag trage. Und super günstig, alle Produkte sind aus der Drogerie. Und ja, ich glaube, den kann man ganz einfach nachschminken. Das ist jetzt nichts Besonderes. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!